Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich habe mich ja in den letzten zwei Wochen sehr rar auf YouTube gemacht. Es gab kein neues Video von mir. Das liegt einfach daran, dass ich meine Aufmerksamkeit in den letzten zwei Wochen woanders hingelenkt habe, eigentlich schon seit Ende Januar. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal in nächster Zeit ein Video. Meinen YouTube-Kanal gibt es seit 2013 und seit 2014 ist es Tradition, hier auf diesem Kanal mindestens ein Wildpflanzenvideo im Frühjahr zu veröffentlichen. Diese Tradition möchte ich natürlich nicht brechen, deswegen gibt es für euch heute ein Wildpflanzenvideo, wo ich euch die wichtigsten Wildpflanzen, essbare Wildpflanzen vorstelle und den Fokus vor allem darauf lege, wie ihr sie erkennen könnt. In einigen Wildpflanzenvideos habe ich immer wieder gesagt, wie wichtig es ist, sich die Blätter, die Form der verschiedenen Wildpflanzen einzuprägen. Nach und nach, und dann kann man sie auch ganz leicht in der Natur sicher identifizieren und sammeln. Und ich habe jetzt in diesem Video auch mal den Fokus darauf gelegt, wie die Wildpflanzen aussehen, wenn man spazieren geht, und gehe dann mit der Kamera immer näher ran, bis man die Wildpflanzen, vor allem die Blätter, richtig deutlich erkennen kann. Los geht's! Das ist ein wunderbar blühender Apfelbaum. Die Blätter und Blüten sind essbar. Meistens esse ich nur die Apfelbaumblätter, weniger die Blüten, weil daraus ja dann die Äpfel entstehen. Im Frühjahr wächst in manchen Regionen der Bärlauch in Massen. Du kannst hier ein regelrechtes Bärlauchmeer sehen. Wundervolle Bärlauchpflanzen. Vom Bärlauch sind die Blätter, die Stängel und die Blüten essbar. Aus einer kleinen schmalen Zwiebel wachsen im Frühjahr langstielige grüne Blätter sowie ein dreikantiger Stängel mit einer geschlossenen Blüte, die sich im April-Mai öffnet. Der Bärlauch hat eine weiße Blüte mit 6 Blättern. Hier wächst der Breitwegerich. Die Blätter und später auch die Blüten sind essbar. Die Laubblätter sind löffelförmig und handtellergroß und sind als grundständige Blattrosette angeordnet. Die Blätter sind elliptisch und können kurz behaart sein. Die Blüte ist dann später braun-gelb. Hier kannst du eine wundervolle und kraftvolle Wildpflanze sehen. Sie ist unser wertvollstes heimisches Superfood, die Brennnessel. Von der Brennnessel sind die Blätter, die Blüten und die Samen essbar. Die Blätter der Brennnessel sind gegenständig angeordnet und am Rand gesägt. Die Pflanze kann bis zu 1 Meter hoch werden. Die Blüten sehen gelblich, grün, braun, unscheinbar aus und wachsen in Rispen. Charakteristisch für die Brennnesselpflanze sind die Nesselhaare. Wenn du wissen willst, wie man die Brennnessel in verschiedenen Varianten roh essen kann, auch direkt draußen in der Natur, dann schau gern in mein Video dazu, das verlinke ich oben in den Infokarten. Hier eine etwas unscheinbare Wildpflanze, das Fingerkraut bzw. das kriechende Fingerkraut. Essbar von dieser Wildpflanze sind die Blätter, die Triebe und die Blüten. Es gibt eine Wurzel, dort entspringen kriechende lange Stängel mit Wurzeln. Die Blätter sind oftmals 5-zellig gefingert und am Rand gezähnt. Das kriechende Fingerkraut hat gelbe Blüten mit 5 Blütenblättern. Das ist ein schönes kleines Wildblümchen. Das ist eine der bekanntesten Pflanzen Europas, das Gänseblümchen. Und vom Gänseblümchen kannst du die Blätter, die Blüten und den Stängel essen. In Bodennähe wachsen die Blätter als Blattrosette. Eine Blattrosette bringt einen Blütenstängel hervor, an deren Ende dann die Blüte wächst. Das Gänseblümchen wird bis zu 15 cm hoch. Das Gänseblümchen hat eine weiße Zungenblüte mit gelber Röhrenblüte im Inneren. Das ist auch eine wunderbare Wildpflanze, auch ein Superfood aus unserer Region. Das ist der Giersch. Vom Giersch könnt ihr die Blätter, die Blüten und die Früchte essen. Die Blätter des Giersch sind leicht behaart und der Rand ist gezahnt. Das Gesamtblatt verzweigt sich dreiteilig. Der Blattstiel ist dreikantig, das Blatt ist dreigeteilt und auch die Einzelblätter sind dreigeteilt. Der Giersch hat einen doppeldeutigen Blütenstand mit weißen Blüten. Das ist der Gundermann, auch Gundelrebe genannt. Und wo der Gundermann auftritt,
dann tritt er meistens auch gleich in Massen auf. Vom Gundermann könnt ihr die Blätter und die Blüten essen. Das Blatt des Gundermanns ist nierenförmig mit eingekerbtem Rand und die Blätter sind kreuzgegenständig angeordnet. Der Gundermann wächst ähnlich wie Efeu. Er kriecht am Boden entlang und sobald er etwas findet, rankt er in die Höhe. Der Gundermann wächst kaum als einzelne Pflanze, sondern tritt immer in größeren Mengen auf. Er wuchert gerne und kann als Bodendecker eingesetzt werden. Der Gundermann gehört zu den Lippenblütlern. Er hat eine lilafarbene Blüte mit Unter- und Oberlippe. Diese unscheinbare Wildpflanze ist ursprünglich in Europa verbreitet und wächst heute auf der ganzen Welt. Das ist das Hirtentäschel. Vom Hirtentäschel könnt ihr Samen, Blüten, Blätter und Wurzeln essen. Das Hirtentäschel wächst sehr dünn und unscheinbar und wird kaum wahrgenommen, weil es so kleine Blätter hat. Charakteristisch sind die Früchte am Stiel, dreieckige bis herzförmige Samenschoten. Die Blätter befinden sich eher in Bodennähe und sehen ähnlich wie Rucola-Blätter aus. Das Hirtentäschel kann bis zu 50 cm hoch wachsen. Das Hirtentäschel hat kleine, weiße Blüten. Das ist ein Kirschbaum, ein Süßkirschbaum, und die Blüten und Blätter des Kirschbaums sind essbar. Hier handhabe ich es auch wie bei den Apfelbäumen. Ich esse vorwiegend die Blätter und wenige Blüten, damit hier auch reichlich Kirschen wachsen. Das ist das Klettlappkraut. Davon könnt ihr Blätter, Triebe und Samen essen. Das Klettlappkraut hat ziemlich haarige Blätter mit einer leicht klebrigen Eigenschaft. Die waagerechten, vierkantigen Stängel sind mit schmalen Blättern, 6 bis 8 Stück besetzt, die wie Quirle vom Stängel abstehen. Der Blattrand ist mit rückwärts gekrümmten Stachelhaaren versehen. Das Klettlappkraut hat sternförmig kleine weiße Blüten. Diese Wildpflanze ist in Europa weit verbreitet, das ist die Knoblauchsrauge. Von dieser Wildpflanze kannst du die Blätter, die Blüten, die Samen und die Wurzeln essen. Die Blätter variieren in ihrer Form. Sie sind oben herzförmig, kleiner und spitz zulaufend und weiter unten groß und nierenförmig. Der Stängel ist schwach vierkantig und mit wechselständig angeordneten Blättern besetzt. Die Knoblauchsrauke hat weiße Blüten. Das ist ein wunderbarer Laubbaum, die Linde, und die Blätter der Linde sind essbar und sie schmecken angenehm mild. Wir unterscheiden zwischen Sommerlinde mit großen, eirunden, vorn zugespitzten Blättern und der Winterlinde mit fast kreisrunden Blättern mit kurzer, schlanker Spitze. Diese Wildpflanze kennt fast jeder, das ist der Löwenzahn. Vom Löwenzahn sind Blätter, Blüten, Stängel und Wurzeln essbar. Die Blätter sind länglich gezackt und wachsen in Rosettenform aus dem Boden. Daraus wächst ein hohler, runder Stängel, der bis zu 30 cm hochwachsen kann. Später sprießen darauf Blüten. Der Löwenzahn hat eine leuchtend gelbe Blüte. Diese wundervoll blühende Wildpflanze ist das Lungenkraut. Vom Lungenkraut sind Blätter, Stängel und Blüten essbar. Der Stängel ist leicht behaart und bringt raue Blätter, die oft weiße Flecken ausbilden, hervor. Die Pflanze zeichnet sich durch herz- bis eiförmige Kronblätter mit wenigen Borstenhaaren aus. Das Lungenkraut kann bis zu 20 cm hoch werden. Die glockenförmigen Blüten können blaurot oder violett aussehen. Das ist das Märzveilchen. Davon sind Blätter, Blüten, Stängel und Wurzel essbar. Die Veilchen haben langstielige, rundliche bis nierenförmige Blätter. Das Märzveilchen hat violette Blüten mit 2 Blütenblättern oben und 2 Blütenblättern unten und diese wachsen an einem Blütenstiel. Das ist der Sauerampfer. Blätter, Blütenknospen und Samen sind essbar. Bei den Blättern kann man sehen, dass die Fortsätze nach unten gerichtet sind und spitz zulaufen. Die Blätter sind lang gestielt, am Blattansatz befindet sich ein Häutchen, das den Stängel umgibt. Die Sauerampferblüten sind rötlich und in lockeren Blütenständen angeordnet. Das ist die Schafgarbe. Blätter und Blüten sind essbar. Bis Juni entspringen die zarten und fein gefiederten Blätter direkt der Wurzel.
bevor aus ihrer Mitte der Blütenstiel emporwächst. Die Stängel wachsen aufrecht, sind sehr fest und zäh. Bei den Blättern gibt es einen Mittelstrang, von dem kleine gefiederte Abzweige abgehen. Die einzelnen weißen Blüten wachsen in trugdoldenartigen Blütenständen. Das ist der Spitzahorn. Blätter, Blüten und Samen sind essbar. Das Ahornblatt ist lang gestielt, handförmig und fünflappig mit zugespitzten Blattlappen. Das ist die Taubnessel. Es gibt verschiedene Taubnesselarten, zum Beispiel die gefleckte Taubnessel, die weiße und die goldene Taubnessel. Von der Taubnessel sind Blätter und Blüten essbar. Die Taubnessel ähnelt der Brennnessel, allerdings fehlen ihr die Brennhaare. Die Blätter laufen vorn ganz spitz zu, der Rand ist stark gezähnt. Der Stängel ist vierkantig, leicht behaart und die gestielten Blätter stehen sich gegenüber und wachsen gegenständig. Weiter unten Richtung Wurzel sind die Blätter herzförmig abgerundet und je höher man geht, umso größer sind die Blätter, die dann eher oval und vorn spitz zulaufend sind. Die Blüten der Taubnessel sehen je nach Taubnesselart rosa, gelb oder weiß aus mit einer Ober- und einer Unterlippe. Diese geniale Wildpflanze ist in Nord- und Mitteleuropa weit verbreitet. Essbar sind Blätter, Stängel und Blüten. Die Vogelmiere ist eine zarte, zierliche Pflanze. Es stehen sich jeweils zwei Blätter gegenüber. Die kleinen Blätter sind eiförmig und spitz zulaufend. Der lange Stängel ist relativ dick, saftig und kann bis zu 40 cm lang werden. Oft liegt der Stängel fast parallel zum Boden. Die Vogelmiere hat kleine weiße Blüten. Das ist der Waldsauerklee. Essbar sind Blätter, Blüten und die Samen. Typisch sind die gestielten dreizähligen Blätter, die einzelnen Blättchen sind herzförmig. Der Waldsauerklee kann bis 15 cm hoch wachsen. Die Blüten sehen weiß bis blassrosa aus. Das ist der Waldziest. Blätter, Blüten und Wurzeln sind essbar. Die Blätter fühlen sich fein flauschig an, sie sind herzförmig und am Ende spitz zulaufend. Der Rand ist regelmäßig gezähnt. Die Blätter sind paarig angeordnet und stehen sich kreuzweise gegenüber. Der Stängel ist vierkantig und behaart. Der Waldziest kann bis zu 100 cm hoch werden. Die Blüten sehen braunrot bis rosa aus mit einer Ober- und Unterlippe. Das ist der Weißdorn. Blätter, Früchte, Blüten und Knospen sind essbar. Die Blätter sind eiförmig mit Ausbuchtungen. Sie sind 3 bis 7 bisweilen neunlappig. Der Blattrand ist leicht gesägt. Der Weißdorn hat weiße Blüten mit 5 Blütenblättern und diese stehen in Trugdolden. Das ist das Wiesenschaumkraut. Essbar sind Blätter, Blüten, Knospen und Blüten. Die Pflanze besitzt einen hohlen, runden Stängel. Aus der Wurzel wächst eine Grundrosette mit langgestielten Laubblättern. Sie sind einfach oder paarig gefiedert mit rundlichen Fiederblättchen. Am Stängel weiter oben befinden sich kurzstielige, fiedrige Stängelblätter, wechselständig daran verteilt. Weiße bis blassrosa bis hin zu blasslila Blüten mit 4 Blütenblättern in Doldentrauben. Ich möchte euch mit diesem Video wieder einladen, mehr in die Natur rausgehen und euch essbare Wildpflanzen zu sammeln und in euren Speiseplan zu integrieren. Die Wildpflanzen, die wir in unserer Region haben, sind das beste Superfood, was wir zu uns nehmen können. Kürzlich habe ich auf Instagram eine Umfrage in meinen Stories gestartet und habe gefragt, wer denn Wildpflanzen in seine Ernährung integriert. 70% meiner Instagram-Gemeinschaft integrieren regelmäßig Wildpflanzen in ihre Ernährung und die restlichen 30% möchte ich auch motivieren, wenigstens ein paar Wildpflanzen zu integrieren. Wenn ihr mir auch auf Instagram folgen möchtet, ihr findet den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Wenn ihr euch für essbares Wildgrün interessiert, dann kann ich euch mein E-Book Gesundgrün essen empfehlen. In diesem E-Book gibt es ein ganz großes Kapitel, welches ich den Wildpflanzen gewidmet habe. Und da stelle ich über 60 essbare Wildpflanzen vor, also Wildkräuter, Baumblätter und Strauchblätter. Ihr findet das E-Book
unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Hinterlasst mir gern eure Gedanken und Meinungen zu diesem Video unter diesem Video. Was sammelt ihr aktuell? Was sind eure Wildpflanzen? Ich habe ja auch kürzlich meine Instagram-Gemeinschaft gefragt und knapp 60% haben sich für die Brennnessel entschieden. Wir sind am Ende des Videos angelangt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auch, wenn ihr rege unter diesem Video kommentiert. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit, ganz viel Kraft und Zuversicht. Eure Silke.